Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Dubaro. Ja, ich weiß, das hatten wir jetzt schon öfters, aber das wurde sich halt gewünscht. Und das ist dann auch erstmal das letzte Dubaro-Video. Es sei denn, ihr schreibt jetzt in den Kommentaren, ihr kommt damit klar, dann mache ich häufiger welche. Aber erstmal für diesen Monat war es das letzte Dubaro-Video, dann gucken wir uns noch andere Systeme an. Und zwar mit dem Hardware-Deals 1500 AMD Edition für 1699 Euro, dem Hardware-Deals 1500 Nvidia Edition für 1749 Euro und dem Hardware-Deals 1500 Edition für 1599 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Wie es bei Dubaro üblich ist, die nehmen nur das Gehäusebild, wobei die hier und da auch Angebote drin haben, wo dann irgendwas gezeigt wird an Mainboards und so, was dann meistens nicht stimmt, aber hier haben sie jetzt wirklich nur das Gehäusebild, das passt soweit. Starten wir mit dem Prozessor, das ist ein Intel i5 13400F. Der hat 10 Kerne, 6 Performance und 4 Efficiency Kerne, beziehungsweise 16 Threads, 12 Performance Threads und 4 Efficiency Kerne. Die Performance Threads, die schalten sich dazu, sofern ihr dann zockt oder mehr Belastung auf den Prozessor drauf gibt, damit er halt mehr Performance hat. Ansonsten laufen meistens nur die Efficiency Kerne, damit ihr eben Strom sparen könnt und damit die Auslastung auch nicht so hoch ist. Der wird euch dann im Task Manager natürlich als 16 Kerne angezeigt, er hat aber realistisch gesehen nur 10 Kerne. Ansonsten unterstützt der DDR5 4800 MTS bzw. DDR4 3200 MTS. Bei DDR4 zum Beispiel könnt ihr den auch mit 3600 oder gar 4000 betreiben, bei DDR5 ebenfalls mit bis zu 6000, 6400. Kommt auch immer auf das Mainboard natürlich an, wenn das Mainboard sagt, Grenze ist 6000, dann geht es natürlich auch nur bis 6000. Zum Zocken reicht er völlig aus, natürlich kommt es auf die Grafikkarte an, wenn die Grafikkarte natürlich deutlich stärker ist und ihr dann nur, sage ich mal, in WQHD spielt, kann es passieren, dass dieser Prozessor bottleneckt. Kommt immer ganz auf das Spiel an. Es gibt Spiele, die sind prozessorlastiger und es gibt Spiele, die sind grafiklastiger. Sofern ihr dann in 4K spielt, macht das sowieso keinen Unterschied mehr. Und er kostet 224,39 Euro bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist eine Endorphine Navis F240. Die hatte ich hier sogar schon im Test. Die hatten 5800X auch gepackt. Hätte gar nicht mal sein müssen bei dem Prozessor. Aber schön, dass sie drin ist. Hat kein RGB-Bling-Bling oder so. Ist eine 0815 Wasserkühlung. Aber die ist völlig in Ordnung. Und die kostet 82,90 Euro bei Galaxus. Das Mainboard ist ein Gigabyte B760 Gaming X DDR4. Das ist der aktuellste Chipsatz. Da hättet ihr dann auch keine Probleme, sofern ihr selber baut, wenn ihr den Prozessor draufsetzt. Wäre das jetzt ein B660, müsstet ihr vorher ein BIOS-Update machen. Das entfällt hier natürlich. Dubaro macht das dann so oder so. Ist ja ein Fertig-PC. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kann eine SSD verbaut werden. Hier unten noch 2 weitere SSDs. Hier kommt die Grafikkarte rein. Und hier unten könnt ihr zum Beispiel noch eine Capture-Card, USB-Erweiterungskarte oder so anschließen oder eine WLAN-Karte. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1, ein Netzwerkanschluss, 2x USB 3.1, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0. DisplayPort HDMI könnt ihr hier nicht benutzen. Es ist ja ein F-Prozessor. Das bedeutet immer, ihr müsst das Bild über die Grafikkarte ziehen. Das ist vielleicht interessant für Leute, die sich dann denken, wenn die Grafikkarte mal kaputt ist oder zur Reparatur ist oder irgendwas in der Art, dann könntet ihr darüber noch ein Bild ziehen, wenn es ein Non-F-Prozessor wäre. Hier ist es aber halt so, hier braucht ihr definitiv eine Grafikkarte. Das ist ein grundsolides Board. Kein RGB, Schickimicki, Bling, Bling, Displays oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur ein Vernunftsboard. Es ist gut, dass es schon der B760-Chipsatz ist. Das ist okay. Und das kostet 151,89 Euro bei ComputerUniverse.net. Die Grafikkarte ist eine 16 GB AMD Radeon RX 6950 XT, beliebiger Hersteller. Wir haben jetzt hier in dem Fall die Asus TUF Gaming Radeon RX 6950 XT OC. Ist halt gerade die günstigste. Das ist aus der letzten AMD-Generation die beste Grafikkarte, die ihr da kriegen konntet. Natürlich haben wir jetzt schon die 7000er-Generation, diese XTX-Karten zum Beispiel, aber die ist wirklich top. Und hier kommt es jetzt ganz stark darauf an, wenn ihr Full HD spielen wollt, ist die Grafikkarte zu stark für den Prozessor.
Spielt ihr in WQHD, geht's einigermaßen, sofern ihr dann irgendwie in 4K spielen wollt, ist das egal mit dem Prozessor. Kommt immer ganz stark auf das Spiel an, aber der Prozessor könnte ins Bottleneck laufen, sofern ihr dann nur in Full HD spielt. Deswegen besorgt euch zumindest einen WQHD-Monitor, weil sonst macht das ganze System für euch keinen Sinn. 4K-Monitor wäre natürlich noch geiler. Den FPS-Test dazu, den findet ihr auch unten in der Videobeschreibung, ist auf jeden Fall eine Top-Karte. Und die kostet 799,90 € bei Check24. Der Arbeitsspeicher sind 16 GB 2x8 GB DDR4 Kingston 3600 MHz, eigentlich heißt es MTS, Fury Beast. 16 GB in der Preisklasse, völlig in Ordnung. 3600 MTS ist sogar über der Spezifikation, die Intel angibt. Das ist völlig okay. Keine RGB-Beleuchtung oder so. Aber auf jeden Fall stabiler RAM. Haben wir auch schon ganz oft empfohlen. Der passt soweit schon. Und der kostet 50,99 € bei Mindfactory. Die Festplatte ist eine 1 TB Kingston NV2. Er hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde. Die reicht fürs Zocken völlig aus. Solltet ihr auf die Idee kommen, wirklich noch eine zweite SSD mit reinzunehmen und kopiert ständig Daten hin und her, nehmt bitte eine andere. Für die Zocker unter euch reicht das einfach dicke. Die SSD, habe ich jetzt schon öfters gehört, hat so die Eigenschaft, nach einer gewissen Zeit, wenn ihr da viel kopiert, dass dann die Lese- und Schreibraten ein bisschen runtergehen, dass die dann einbricht. Aber wie gesagt, für euch Zocker ist das völlig egal. 1 TB ist auch noch in Ordnung in dieser Preisklasse, gar kein Thema. Und die kostet 49,90 € bei Clevo Computer. Das Netzteil ist ein 850 Watt MSI MPG A850 GF 80 Plus Gold Vollmodular. Das hat 10 Jahre Garantie, ist 80 Plus Gold zertifiziert und Vollmodular. Das mit dem Vollmodular ist ganz nett, ist für euch irgendwo egal, weil die Kabel, die übergelassen werden, werden einfach nicht ins Gehäuse geproppelt, sondern liegen dann mit im Karton von Dubaru. Solltet ihr auf die Idee kommen, vielleicht noch eine HDD oder so zusätzlich einzubauen, müsst ihr das Kabel dann aus dem Karton nehmen, da anschließen. Aber ist auf jeden Fall ein Top-Netzteil. Und 850 Watt sind für das System mehr als genug. Ihr könntet sogar noch hinterher eine 4080 oder so reinschmeißen, das ist auch überhaupt kein Thema. Ob das dann noch Sinn macht mit dem Prozessor, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Und das kostet 139,89 € bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein BeQuiet PureBase 500DX schwarz mit Glasfenster. Wer mich kennt, der weiß, ich mag das Gehäuse optisch nicht, aber ist ja kein Problem, muss euch gefallen, nicht mir. Es ist nur einfach so, die 6950 XT ist ein richtiger Klopper und die wird eine Menge Platz in diesem Gehäuse wegnehmen. Wir haben hier zum Glück nur eine 240er Wasserkühlung, die dann oben verbaut wird, eine 360er passt oben nämlich nicht rein. Somit bleibt vorne noch ein bisschen Platz, dass man wirklich so eine Grafikkarte verbauen kann. Ich hätte für meinen Teil ein größeres Case gewählt, vielleicht ein 5000D Airflow von Corsair oder so in die Richtung oder ein CA300H von Shakun, irgendwie sowas. Aber das Gehäuse ist partout nicht schlecht. Es bringt in der Front auch schon einen 140mm Lüfter mit und im Heck ebenfalls. Das heißt, der Airflow ist auf jeden Fall gegeben, ihr habt ja auch noch die Wasserkühlung oben drin. Und das kostet aktuell 105,82 € bei Völkner.de. Das Betriebssystem ist optional erhältlich. Wenn ihr wissen wollt, wie man so ein Betriebssystem auf einen USB-Stick draufpackt und das dann installiert, da habe ich ein Video zu gemacht, verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Geht ganz easy, spart euch das Geld einfach. Weil bei Dubaru kann man zwar auswählen, glaube ich für 35 € oder so, dass man Windows vorinstalliert bekommt oder 30 €, ich weiß es gerade nicht ganz genau. Aber macht euch wirklich so einen USB-Stick fertig, wenn ihr noch einen Laptop oder einen alten Rechner oder so habt und dann installiert das selber. Das ist eine Sache von 15-20 Minuten, ist das Thema erledigt. Service, 2 Jahre Garantie, Retourenschein und Reklamationsfall, sage ich ganz oft, wenn irgendwas mit der Kiste ist, müsst ihr bei Dubaru dann eine E-Mail schreiben, anrufen, wie auch immer, dann kriegt ihr ein Rücksendelabel. Wie ihr das Teil dann zur Post kriegt, ist euch überlassen. Entweder ihr drückt das eurem Paketboten in die Hand, macht einen Abholtermin fertig, das kostet aber extra, oder bringt es selber zur Post. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis, hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.605,68 €, das System soll kosten 1.699 €. Das sind knapp 100 €. Wenn ihr zum Beispiel die Teile bei Mindfactory alle finden würdet, was nicht der Fall ist, ihr habt es ja eben gesehen, Völkner und CSV Direkt und wie sie alle heißen, gehen wir davon aus, ihr würdet das wirklich zu den Preisen bei Mindfactory finden, nehmen die 190 € fürs Zusammenbauen. Und da habt ihr keine Garantie auf das ganze System, sondern nur auf die Einzelteile. Hier habt ihr 2 Jahre Garantie auf das ganze System und seid unter 100 € fürs Zusammenbauen. Preistechnisch eine gute Sache, konfigurationstechnisch abhängig davon, welchen Monitor ihr habt. Also wie gesagt, WQHD, 4K kann ich mir gut vorstellen, dass es gut funktioniert. Wenn ihr Full HD spielt, ist der Prozessor leider ein bisschen zu schwach. Dann haben wir hier noch den 1500er Nvidia Edition für 1749 €. Das machen wir jetzt im Schnelldurchlauf. Der Prozessor ist der gleiche, die Wasserkühlung ist auch die gleiche, das Mainboard ist ebenfalls das gleiche. Die Grafikkarte ist eine 4070 Ti beliebiger Hersteller. Ich habe jetzt bei Geizhals die Inno 3D GeForce RTX 4070 Ti genommen, die kostet 899 €. Das ist auch eine Top-Grafikkarte für WQHD und 4K.
Kommt bitte hier auch nicht auf die Idee, irgendwie Full HD zu spielen. Da wird der Prozessor ebenfalls ins Bottleneck laufen. Manu von Hardware Deals hat dazu auch ein Video gemacht. Das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ist auf jeden Fall eine top aktuelle Grafikkarte. Kann man circa gleichsetzen mit einer 6950 XT bzw. einer 3090 Ti. So circa. Kommt immer auf das Spiel an und natürlich auf die Anwendung, die ihr so damit macht. Der RAM ist ebenfalls der gleiche. Die SSD ist ebenfalls die gleiche. Wir haben hier einen 750 Watt BeQuiet Pure Power 11FM. Das reicht für das System auch noch aus. Ist auch voll modular. Pure Power von BeQuiet qualitativ völlig in Ordnung. Das Gehäuse ist ein Lianli LanCool 2 Mesh RGB. Das hat in der Front schon drei RGB-Lüfter vorinstalliert. Jetzt kommt natürlich noch die Wasserkühlung oben rein. Hinten habt ihr dann keinen Lüfter. Wenn ihr das für die Optik oder für den Airflow haben wollt, konfiguriert euch das bitte nach. Ansonsten ist das Case völlig okay, hat eine Mesh-Front, Airflow ist gegeben, alles super. Auch hier ebenfalls Betriebssystem optional erhältlich, auch 2 Jahre Garantie. Dann wären wir ja auch beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.688,87 Euro. Das System soll kosten 1.749 Euro. Da habt ihr noch eine geringere Differenz gegenüber dem anderen System. Preislich gesehen auch völlig okay. Der Prozessor ist ja auch weiß Gott nicht schlecht. Das wollte ich noch dabei sagen. Der ist für Stream und für Zocken alles geeignet. Ihr müsst wirklich aufpassen jetzt mit der 4070 Ti, dass ihr zumindest in WQHD spielt. Und um euch das Ganze nochmal nahezulegen, warum das so ist. In Full HD ist die Grafikkarte nicht ausgelastet. Dafür geht mehr Belastung auf den Prozessor drauf. Und deswegen läuft der Prozessor eher ins Bottleneck, wenn ihr richtig schön die FPS hochschraubt. Das wollte ich hierbei nur nochmal erwähnt haben, dass ihr da Bescheid wisst. Und dann haben wir hier noch den Hardware Deals 1500 Edition für 1599 Euro. Hier ist es schon ein Intel i5 13600KF. Der hat 14 Kerne, also 6 Performance und 8 Efficiency Kerne, beziehungsweise 20 Threads, 12 Performance Threads und 8 Efficiency Kerne. Der ist nochmal eine ganze Ecke stärker als der 13400er. Genehmigt sich aber auch deutlich mehr Watt. Also wenn ihr ein bisschen auf die Stromkosten achten wollt, dann ist das auf jeden Fall ein Prozessor, der sich viel reinpfeift, wenn ihr den ordentlich auslastet. Aber der ist natürlich deutlich besser geeignet und hätte mir in den anderen Systemen vielleicht auch besser gefallen, weil der nicht so schnell in das Bottleneck reinläuft wie ein 13400er. Dann haben wir hier die gleiche Wasserkühlung, das gleiche Mainboard. Die Grafikkarte ist eine 6800 XT von AMD. Und das bedeutet für euch einfach nur, sucht ihr nach einem System, was viel Prozessorleistung hat, weil ihr vielleicht Videos schneidet oder so und das auch ordentlich auf den Prozessor drauf geht, dann wäre das eher ein System für euch. Die 6800 XT ist eine WQHD-Karte, könnt ihr natürlich auch ein bisschen 4K mitspielen, kommt auch immer auf das Spiel an, habe ich ja eben schon gesagt. Was ich cool gefunden hätte, eine 6950 XT zum Beispiel mit dem 13600KF, wäre für mich ein stimmiges System gewesen. So müsst ihr immer ein bisschen abwägen, auf welchen Einstellungen ihr spielt. Auch hier haben wir den gleichen RAM-Speicher, die gleiche SSD, ein 700 Watt BeQuiet Pure Power 11CM, das ist auch noch für dieses System völlig ausreichend und wieder das 500DX in schwarz. Schauen wir uns da die Liste an, haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.538,48 Euro, das System soll kosten knapp 1,6. Also preislich gesehen sind die alle super. Konfigurationstechnisch, wie gesagt, abhängig, was ihr zu Hause für einen Monitor habt, auf welchen Einstellungen ihr so spielt. Totaler Quatsch sind diese Configs nicht. Die sind schon völlig okay. Also ich würde es vielleicht ein bisschen anders machen. Wie gesagt, einen stärkeren Prozessor nehmen bei den anderen beiden Systemen. Aber ansonsten ist das völlig okay. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr selber eine Konfiguration braucht, sei es bei Dubaro, Agando, Krotos, völlig egal. Wir helfen euch da gerne im Ticketsystem auf unserem Discord-Server. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Auch wenn ihr selber bauen wollt und nur eine Geizhalsliste oder so braucht. Gar kein Thema. Machen wir euch alles fertig. Ist alles kostenfrei. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls es noch nicht gemacht hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.